Herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Folge von Assassin's Creed Syndicate. Dafür, dass ihr in den letzten Part nichts Spannendes erlebt habt, gibt es jetzt Hinweise führen Ivy dichter an den Edensplitter heran. Zimmer mit Ausblick natürlich, Sequenz 5. Und falls der eine oder andere sich fragt, bei der Fortschrittsanzeige hier, Londoner Geschichten, das hier. Spione mit Fraktionskampf vor dem Pub anlocken. Das geht ganz einfach, indem ihr eure Mitglieder gegen andere draußen stehende Mitglieder kämpft. Ich habe einfach nicht überlegt im letzten Part. Von daher, als ich nochmal gespielt habe, Mann, war das einfach. Und ich weiß, dass hier unentdeckt bleiben. Berliner Fossil habe ich auch zu 100% gemacht. Wenn man den Weg richtig folgt, man kommt sogar von dem Charles Darwin, kommt man sogar unten rein und kann ganz gemütlich den praktisch festnehmen, wenn man es richtig macht. Nun ja. Und über denselben Weg praktisch zurückgehen. So, und jetzt Zimmer mit Ausblick, wir kommen. Also führen die Hinweise aus dem Kenway-Haus zu diesem Monument. Welch wunderbarer Zeitvertreib, mir zu folgen und offensichtliche Fragen zu stellen. Da Henry nicht mehr hier ist, dachte ich, du freust dich über die Gesellschaft. Ich benötige keine Gesellschaft. Und Mr. Green folgt ein paar eigenen Spuren. Oh ja, Mr. Green. Welch faszinierende Idee. Oh bitte, Mr. Green, sehen Sie sich mal dieses Buch an und stehen Sie dabei ganz nah neben mir. Du magst nichts Besseres zu tun haben, aber ich versuche, die Assassinen zu beschützen. Ach, tust du das? Was hat Vater immer gesagt? Lass nicht zu, dass persönliche Gefühle die Mission gefährden. Genau. Bingo. Das. Aber egal, ich bin weg. Wenn ich weitere sinnlose Hinweise für dich finde, melde ich mich. Das war schon im alten Kodex so. Kann ich deine Abwesenheit genießen? Den Fuß des Monuments untersuchen. Und wie soll ich das, wenn das in einem roten Bereich ist, untersuchen? Darf ich unentdeckt oder so? Ich hoffe, die merken das jetzt nicht. Muss man hier da unten durch? Wunderbar. Anonym werden. Zum Glück ist er wieder weg. Zum Glück kann man mit dir unsichtbar bleiben. Auf diesem schönen Ding kann man ja landen. Per Schnellreise. Und jetzt? Die Spitze des Monuments erreichen. Oh nee. Nee, keine Zeit. Nee. Sorry. Ich muss da mal hoch. Ey, wenn ich da runterfliege, bin ich weg. Nur so, dass ich es gesagt habe. So. Kommt mir bekannt vor. Und von wo? Ach nee, oder? Immerhin kommen wir hier weg. Todessprünge von einer Seilrutsche in einem Heuhaufen.
Ach, du meine Kacke. Ist hier unten ein Heuhaufen irgendwie? Irgendwie nicht. Sind ja noch genügend Meter, oder? Ja, komm. Vielleicht ist ja da unten noch irgendwas. Wir müssen einfach einen Todessprung machen. In eine... Von der Seilrutsche aus. Dann hätten wir die einfachste Mission der Welt eigentlich hinter uns. Aber ich sehe gerade nichts. Nö, hat nichts von wegen. Von wegen Heu, Stroh, wie auch immer. So, hier hoch solltest du aber können. Eigentlich dachte ich, jetzt kommt was Spannendes, aber eigentlich so über Dächer rennen und versuchen, einen Heuhaufen zu treffen irgendwo, war nicht gerade beabsichtigt. Aber man kann ja die Mission nicht vorhersehen. Und weit und breit kein Heu in Sicht. Ist echt hammermäßig. Es wird eine weitere Mission sein, die ich nicht gebacken kriege. Vielleicht zu Anfang hätte ich noch gerade gekonnt bei dem... Bei der Riesenstatue hätte es sicher noch was gegeben. Oh, Männer. Wie mich das jetzt schon wieder voll aufregt, aber egal. Sobald wir da drüben sind, muss es uns nicht mehr stören. War ja ein langer Weg bis dahin und ja, egal, mache ich's nochmal. Offscreen ist es ja eh viel besser. Sowas zu machen. Ja, ist mir jetzt auch egal. Zur Hölle mit euch. Wunderbar. Ach du Heilige. Was ist denn das jetzt? Jetzt kommt noch ein Rätsel, oder wie? Welche Zeichen gehören zueinander? So, muss ich das so machen, oder wie? Ich wäre mal froh für eine Anleitung. Irgendwie. Ja, und dann sollte ich noch wissen, welche Symbole. Müssen das alles die gleichen sein?
Dann könnte ich es mir nur so vorstellen. Aber da ist kein Dreieck drinne. Ah, falsch. Dann gehen wir noch mal weiter. Okay, so passt auf jeden Fall. Aber das wurde nicht gewünscht. Seltsames Rätsel hier. Und vor allem, wie gesagt, man erkennt nicht, auf was man genau achten muss. Mal ganz ehrlich. Wenn ihr irgendwas eine Lösung habt, schreibt es in die Kommentare oder so, aber. Das ist mal ein schwieriges Rätsel. Aha. Es hat eingerenkt, okay. Aha. Wir haben's, Leute. Bingo, that's nice work. Einmal ein bisschen austesten. Aber wenn jemand weiß, wie das angeordnet ist, dann soll er mir es bitte doch in die Kommentare schreiben, auch wenn ich es gelöst habe. So, ich komme schon, Ziel. Ey, nee, Auto, musst du jetzt nerven? Mit Auto habe ich jetzt nicht gerechnet. Was ist da oben? Der Schlüssel zum Gewölbe und zum Tor. Ui. Guten Tag, Miss Fry. Das nehme ich. Sie wollen das Tuch, um ihre Macht zu festigen. Aber was, wenn es zu mächtig ist? Und wozu wollen Sie das Tuch? Nur damit die Templer es nicht bekommen. Typisch Assassinen. Die Macht des ewigen Lebens zu besitzen, aber sich dann nicht trauen, sie einzusetzen. Ewiges Leben? Glauben Sie, das hat das Tuch zu bieten? Was ich glaube, hat sie nicht zu interessieren. Aha. Wissen Sie sicher? Du hast doch keine Chance, Mädel. Dass du überhaupt noch dich bewegen kannst. Du hast keine Chance gegen mich. Tschüss. Du kannst ja froh sein, dass Evie. Ich habe andere Pläne. Tele. Verdammt. Verdammte Dreckskuh. Naja. Aber es passt. Alle Angriffe von Lucy Condon. Aber dann würde ich sagen, geht spannend weiter mit dem nächsten Part von Assassin's Creed Syndicate. Tiddle-lö.